Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir machen gerade die Mission Trockenlauf 2 in Flachland. Kann man nicht, dass wir hier die Ausfahrten verpassen. So. Und wir sind auf dem Weg, North Carolina mit 100% abzuschließen. Zumindest auf dem besten Weg. Sagen wir es mal so. Wir sind ja noch nicht mal an den 90 dran. Aber wir sind auf dem allerbesten Weg, die 100 zu erreichen. Und das werden wir natürlich uns nicht unterbrechen lassen. Nur weil jetzt Season 13 draußen ist. Soll aber nicht heißen, dass wir nicht Season 13 Content machen. Einfach mal 2-3 Folgen hier. 2-3 Folgen in Season 12 wieder. Und so wechseln wir uns ab. Und genau. Also erstmal Trockenlauf 2 heute hier fertig machen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht direkt wechseln. Ich hätte Bock drauf. Oder zumindest schon mal ein paar Fahrzeuge vielleicht wegbringen, wie so irgendwelche Scouts oder sowas. Das, glaube ich, könnten wir auch noch machen. Ich hatte in der letzten Folge aufgehört, weil ich über meine Ernährungsumstellung geredet habe und ich war gerade, ist für mich ein Aufnahmetag. Ist für mich ein Aufnahmetag und genau, da bin ich gerade am Erzählen gewesen und da glaube ich, geht noch ein kleines bisschen mehr, weswegen ich die Aufnahme lieber unterbrochen habe und jetzt da nochmal ansetzen möchte. Wenn ihr also wissen wollt, worum es geht und die letzte Folge nicht gesehen habt, könnt ihr gerne da nochmal reinschauen, da freue ich mich so oder so. Und genau, also Ernährungsumstellung. Nachdem ich erfolgreich dann 85 Kilo erreicht habe, kamen irgendwie so ein paar Dinge. Es ist so das Typische, ne? So, man denkt sich, ich hatte auch so 2 oder 3 Cheat-Weekends mir eingebaut. Also auf dem Weg, innerhalb dieser 3 Jahre habe ich dann, ich glaube, 2 oder 3 Cheat-Weekends gemacht. Ich hatte es eigentlich aufgeteilt auf immer nach 5 Kilo, ja? Also von 100 auf 95 Kilo, ein Cheat-Wochenende, Cheat-Wochenende, dann nochmal von 95 auf 90 und von 90 auf 85. So, und dann ist das irgendwie das war nicht mein Ziel, 80 war mein Ziel gewesen. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen, naja, nach einem Jahr hat man die Motivation verloren, man ist... Mal wo. Ah, okay. Hier wollen wir hin. Man hat so ein bisschen die Motivation verloren und dann gab es mal auch wieder Durststrecken, wo einfach nichts passierte. Weil ich habe es ja auch nicht mit Sport gemacht, sondern ausschließlich nur. Meine Güte, ausschließlich nur über die Ernährung. Und dann passiert was. Passiert, ihr wisst es, ihr kennt es, schon 10.000 Mal gehört. Man lässt schleifen, man lässt es noch mehr schleifen, sagt sich dann irgendwie, ach komm, jetzt ist doch auch egal gerade. Ich hatte ja was erreicht und man fühlt sich gut, ne? Also das ist ja keine Frage. Man fühlt sich ja gut, weil man wiegt ja plötzlich nur 85 Kilo und man kann seinen Pommes wieder ordentlich sauber machen. Und mit 100 Kilo geht es halt einfach weniger gut. Ist halt einfach so. Also... Zumindest ist so bei mir. Punkt. Und das ist... Das ist schön. Ich meine, eine Bobbes sauber machen ist halt einfach nur so eine Extreme. Aber man fühlt sich ja auch agiler und schafft viel mehr. Und besser schlafen würde ich nicht sagen. Das war zumindest mir nicht aufgefallen. Naja, und dann kam halt auch... So das Thema mit meiner hochschwangeren Frau und dann Geburt. Und die Story, die habe ich ja jetzt irgendwann mal in irgendeiner Folge ganz, ganz ausführlich
beredet, dass wir da ja durch eine schwere Zeit sind nach der Geburt meiner kleinen Tochter, meiner zweiten. Und dann hat man einfach andere Themen. Aber auch nicht, also nochmal, nach diesen 2 Wochen. Es waren ungefähr 2 Wochen einmal durch die Hölle gehen. Und nach diesen 2 Wochen war alles viel, viel besser und viel fokussierter eigentlich. Aber es war halt nicht Thema und nicht Platz, gerade sich, für mich zumindest, sich um die Ernährung zu kümmern. Und ja, das hat man dann schleifen lassen. Dann hat man sich zwar irgendwann mal gesagt, komm, ich versuche mal gerade auf die Süßigkeiten zu verzichten. Und das funktioniert dann auch irgendwie. Aber nach wie vor, meine Frau ist so ein Süßigkeiten-Junkie. Die kauft ständig Süßigkeiten, hortet die. Sie tut die auch nicht wegfressen wie ich. Ist auch keine Frage. Aber ich, wenn die da sind, fresse ich die. Also ich meine das im Ernst, ich fresse die. Und also so eine Packung Tüten, eine Chips, eine Packung abends, die hat man da so in gefühlt 20 Minuten hat man die weginhaliert, ja. Da war nichts mehr da von denen. Gut, ich meine, das ist ja auch lang nicht mehr so viel drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel, aber ist natürlich auch nicht mehr die Welt. Ist auch richtig. Aber dennoch, ja, also da hat man locker so mal seine 607 Kilokalorien gerade reingezimmert. Ja, und endete jetzt darin, dass ich 102,5 Kilo gewogen habe. Ja, wieder gesagt, ne? Man denkt, man kann sich nicht mehr hinten am Rücken kratzen. Sagen wir es mal so. Komm, dann fühlen sich vielleicht der eine oder andere, fühlt sich dann besser. Man kann sich nicht mehr hinten am Rücken kratzen ordentlich. Man fängt an, wenn man sich hinknien will, weil für die Knie ist das zu viel Belastung, fängt man an, so diese, wie soll ich das sagen? Nicht einfach mehr in die Hocke zu gehen, sondern erst ein Bein, dann das andere. Um eine bessere Position zu haben. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, na komm, das geht nicht. Das geht nicht. Aber nochmal genau das Gleiche, ein Jahr lang. Genau das Gleiche wieder, um wieder bei 85 Kilo zu sein, um dann wieder rückfällig zu werden. Das kann es irgendwie nicht so sein. Ich habe ja noch andere Probleme gehabt. Ich habe ja plötzlich gemerkt, dass ich Muskelabbau hatte. Ich habe Muskelabbau gehabt. Durch die Ernährungsumstellung. Vielleicht auch, weil es insgesamt zu lange zu viel war. Und dann kein Sport. Also, was ist naheliegender? Sport wieder machen. Und die Ernährungsumstellung natürlich. Es funktioniert nur zusammen. Wobei, es kommt drauf an. Wenn ich mehr Sport mache, dann kann ich auch wieder fressen, was ich will. Aber Sport machen kostet Zeit und ist anstrengend. Und ich bin Lazy Boy. Ja? Also müssen wir eine Kombination draus machen. Und ich hatte das ja schon erzählt, dass meine Firma seit diesem Jahr uns angeboten hat, dass wir Hansefit benutzen können. Und das habe ich natürlich angenommen. Fitnessstudio angemeldet. Und das war noch im Januar, Februar, März. Im März war das. Da habe ich aber noch nicht mit der Diät angefangen. Und dann kam genau das Gleiche wieder. Da war ich ja ständig krank gewesen, ne? Also hat man auch das wieder gelassen, ist nicht ins Fitnessstudio gegangen. Ja. Und dann war es jetzt, wie gesagt, die 102 Kilo, 102,5, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt müssen wir, und jetzt muss ein Plan her. Also, ich habe jetzt einen festen Plan. Ich gehe donnerstags abends und sonntagabends gehe ich ins Fitnessstudio. Sonntag ist super geil. Die haben zwar nur bis 18 Uhr offen am Sonntag, aber ich war um 16 Uhr dort, tote Hose. Kein Mensch. Also, okay. Es waren 2 junge Mädels, die haben da aber mehr gequatscht als irgendwas gemacht. Zwei Boys,
die, na gut, okay, vielleicht sah ich auch so aus, ich weiß es nicht. Die waren jetzt nicht, das waren keine Lauchjungs, aber ja, also, okay, die brauchen vielleicht noch zu 2 Jahre und dann haben die auch ein ordentliches Muskelpaket. Aber halt diese riesigen Trinkbecher, ja, diese, da passen so 5 Liter Trinkbecher. Es sah einfach nur lustig aus. Es sah einfach nur lustig aus. Aber gut, wie muss ich wohl aussehen mit meiner dicken Plauze bei 102 Kilo, ne? Also, ich muss leise sein. Dann war ein, wie sagt man, Trainer oder jemand halt vom Fitnessstudio da mit seiner, ich weiß nicht, mit seiner Mädel, was er anbandeln will oder so. Hier, diesmal nehmen wir die Ausfahrt. Die ist dann kurz vorher gegangen, weil ich dachte erst, ah ja, okay, wenn die jetzt Feierabend machen, dann war ja Sonntagabend, dann verbringen die nochmal den Abend miteinander, aber dem war dann unterm Strich nicht so. Sie ist dann kurz vorher gegangen. Und ein junges Mädel und so einen, sah so ein bisschen alternativer Typ aus. Der hat Kickboxen, Thai-Boxen, ich weiß es nicht, gemacht. Und ich habe mich gerade auf die Rudermaschine gesetzt, sehe das und denke mir, oh cool, das will ich eigentlich gerade mal sehen, wie die da so ein bisschen rumkicken. 10 Minuten, 15 Minuten später, so lange habe ich auf der Rudermaschine gesessen, waren die weg. Der Boxsack hing nicht mehr und nichts, keine Ahnung. Also die hatten entweder irgendein Problem oder ich weiß es nicht, weil eine Trainingseinheit war das auf jeden Fall nicht. Du hängst nicht für 5 Minuten einen Boxsack auf, klopfst da drauf und sagst dann so, das war's. Also dann, keine Ahnung, musst du irgendwie Schmerzen oder sowas haben. Ich habe die irgendwann dann noch gesehen, wie sie aus der Tür rausgegangen sind. 20 Minuten später. Aber das hätte ich gern gesehen. Naja, also, hab mir da von einem Trainer kostenlosen Plan machen lassen. Oder mit dem Trainer einen kostenlosen Plan machen lassen. Da hatte ich noch geplant, nur einmal. Nein, nein, bitte nicht. Da hatte ich geplant, nur einmal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen, aber mittlerweile bin ich auf zweimal, wobei ich noch nicht zweimal war. Also gestern, nee, am letzten Sonntag war meine erste Trainingseinheit wieder und normalerweise donnerstags würde ich dann das nächste Mal gehen, aber Donnerstag habe ich einen Workshop, ein Seminar, das möchte ich mir angucken und deswegen gehe ich dann morgen am Mittwoch schon mal. Schon mal ein bisschen vorzeitig los. Damit ich auf keinen Fall es verschiebe und nicht irgendwie so komme, ja, dann komm, dann mache ich das am Freitag. Ja, Arschlecken, dann gehst du am Freitag wieder nicht. Sondern lieber im Vorfeld erledigen. So, also. Damit haben wir die Mission auch hier fertig. Nice. Also. Oh, haben wir die noch nicht? Oh, die fehlt uns noch. Genau, also habe ich jetzt eine Kombination. Jeden Tag gibt es einmal Ernährung. Drauf achten. Aktuell nicht mehr als 2000, wobei ich nach einem Jahr nicht mehr ganz so explizit meine Sachen aufschreibe, weil ich eigentlich weiß, was die haben. Und gerade wenn es jetzt auch darum geht, gerade wenn es jetzt darum geht, dass ich mit Sport mache, also dass Sport mitmache. Ach, gucke mal, wir brauchen wieder Wasser. Das müssen wir da hinten hinbringen. Verfolgung starten, das machen wir auf jeden Fall. Hier können wir jetzt leider nur kein Wasser wieder zurücknehmen, ne? Das geht nicht. Ja, warte mal. Doch, geht das? Oh, das wäre nice. Dann ist das einzige Problem der Sprit. Tausenddreihundert Liter. Quelle? Ah, nee, okay. Ziel, man kann es nicht tauschen. Okay. Ah, schade.
Gut, wir müssen, wie gesagt, wegen dem Sprit sowieso zurückfahren. Das hätte nicht gereicht. Und dann nehmen wir ein anderes Fahrzeug. Mal gucken, ob wir das noch gerade machen können. So für die Abwechslung. Was war das denn? So. Und man merkt das natürlich, ne? Ist ganz klar. Also du merkst es sofort die ersten Tage. Einmal auf der Waage. Wenn du eine Diät anfängst, dann gehst du von 102,5 Kilo. Innerhalb der ersten 4 Tage bist du wieder bei 100 Kilo. Nur aus der Tatsache, dass du dich nicht so voll frisst. Aber das ist halt auch nur dem Magenvolumen verkleinert, quasi. Was heißt verkleinert? Mal wieder auf ein normal durchschnittliches Level gebracht. Weil das zweimal bis jetzt in diesem Jahr ins Fitnessstudio gehen, hat natürlich überhaupt nichts gebracht. Aber, genau, das wollte ich noch vorhin sagen. Das ist halt notwendig gewesen, weil, also der Sport ist notwendig, weil ich habe nach einem Jahr gemerkt, ich habe Muskeln abgebaut und das hat ebenfalls Probleme gemacht. Das hat Probleme gemacht und die versuche ich jetzt dagegen anzugehen. Ich hatte erst überlegt, ob ich aus Spaß für mich einen Instagram-Kanal aufmache, wo ich einfach nur meinen Progress zeige. Nicht das aber verlinke hier mit dem Kanal oder sowas. Das war nicht die Intention. Ich wollte halt schon anonym in der Form dort bleiben. Hab's aber jetzt doch gelassen, weil ich dachte mir, ach komm, da hast du schon wieder. Und die Pflicht, also wenn ich mir eigentlich Ziele setze und die Ziele über Routine versuche abzubilden, dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Ja, ich weiß einfach morgen schon, was ich frühstücken werde. Entweder nehme ich eine Buttermilch und habe dort meine Flavor, die ich da reinschmeiße. Oder ich hau einen Joghurt, einen Naturjoghurt rein und mache da auch meinen Flavor rein. Fertig aus. So, super einfach, geht schnell, muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Ich weiß ziemlich genau, was das kalorientechnisch bedeutet. Ich weiß, dass ich meine 2 Kaffee noch trinken kann. Also ich trinke ja immer Latte Macchiato, so rum muss man es ja sagen. Und bei dem Latte Macchiato ist halt Milch das Problem, ne? Von Kalorien und von den Kohlenhydraten. Kaffee als solches, schwarz, könntest du fressen bis zum Umfallen, was Kalorien und Kohlenhydrate anbelangt. Aber schwarzer Kaffee ist gar nichts für mich. Nee. Lass mal. Und genau. Das ist es eigentlich so im Grunde. Und ich wollte so ein bisschen Gossip betreiben, deswegen habe ich das euch erzählt. Einfach nur so. Just for fun. Mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Nächstes Thema wäre Habit Tracker, aber das werden wir auf jeden Fall nicht mehr heute machen. Und wir werden uns sogar jetzt, ich werde mich sogar jetzt auch noch schon verabschieden, weil es ist schon 22.30 Uhr und ich habe quasi seit 17 Uhr mache ich Aufnahmen. Und zwar mit Päuschen. Das Päuschen ist auch wichtig und das Päuschen ist gut. Sonst hätte ich nämlich immer nur 6 Folgen oder sowas am Stück aufnehmen können. Das wäre einfach sonst das Maximum. Danach bist du einfach gar. Oder ich zumindest. Und ich sag aber jetzt, hier ist Feierabend. Also, meine lieben Freunde, es war mir ein Fest. Ich hoffe euch auch. Lasst mir gerne Like und Subscribe da. Schaut gerne in das neue Let's Test Projekt. Airborne Empire. Ich freue mich. Wenn ihr mal reinguckt, kleines Gewinnspiel über die ganzen Folgen, die ich in der Demo oder für die Demo machen kann, werden wir das verteilen. Also, macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.